Was war das eigentlich für ein Gefühl, wieder zusperren zu müssen? Ich muss ganz ehrlich sagen, es war so ein bisschen ein luftleerer Raum. So dieses Herkommen und von einem Tag auf den anderen ist da nichts mehr, obwohl eigentlich alles da ist. Also es war alles so hinterlassen, wie als ob man quasi jetzt aufsperren könnte jederzeit. Das war für mich dann schon, also das war schon total schräg. Also diese leere Halle, die aber komplett betriebsbereit dasteht eigentlich. Ne? Das hat mich dann schon, muss ich sagen, mehr betroffen, als ich gedacht hätte am Anfang. Ja. Mittlerweile geht es wieder. Also jetzt, wo dieses Datum im Raum steht, mit dem Wiederaufsperren, kommt so auch das Gefühl wieder zurück, dass man Energie einsteckt. Dazwischen war so der Moment da, wo ich null Bock auf gar nichts gehabt habe. Ja. Also wo ja irgendwie so die Sinnhaftigkeit von diversen Tätigkeiten, die wir halt in der Kurzarbeit da so gemacht haben, du stellst das halt dann irgendwie in Frage, ja? Weil du einfach nicht weißt, ob es losgeht wieder oder nicht. Oder wir machen zwar jetzt alles sauber und machen da Revision und was weiß ich, aber wenn ich da hinter der Wand herumgekrallt bin beim Schraubenfestziehen, habe ich mir gedacht, naja, ziehe ich jetzt die Schrauben fest, damit ich es vielleicht dann in einem halben Jahr wieder abbauen kann, die ganze Wand. Ja? Das war total schräg. Also es hat immer wieder so Hochs und Tiefs gegeben und es war zwischendurch definitiv mal der Gedanke da, also was würde ich eigentlich machen, wenn es das dann nicht mehr gibt, ja? Weil ja doch eigentlich das ganze, mein ganzes Leben, meine Familie tragen das ja auch mit, also wir sind ja eigentlich dann doch zu 100% da, wie soll man sagen, eingespannt und leben, also auch meine Familie lebt da das mit, ja, und da stößt du schon dann existenziell die Frage, ja, was ist, wenn das nicht mehr, wenn es das nicht mehr gibt, ja. Aber so jetzt mit dem Datum und der Aussicht, dass wir wieder loslegen können und dass ja im Alltag jetzt schon langsam wieder so ein bisschen an Normalität einkehrt, macht es gleich die Stimmung auch besser wieder. Ja. Ja, so Instagram-Challenges gemacht. Kannst du kurz erklären, also was du gemacht hast? Also es hat das Gewinnspiel gegeben, wo Leute Home-Trainings-Videos gepostet haben und da waren spannende Beiträge dabei und die besten sind dann gekürt worden. Challenges mitgemacht? Ich muss ehrlich sagen, es gibt ein Video von mir, aber das ist sozusagen unter Verschluss gehalten worden von meiner Frau. Darum habe ich nicht mitgemacht natürlich. Ja, ich habe natürlich auch daheim das eine oder andere Mal trainiert und habe aber eher geschaut, dass ich in ruhigen Minuten raus an den Fels komme, weil das war ja nie verboten.
Verstärke. Ja, also es ist schon was weitergegangen.